schon dunkel, als er durch Vorstadtstraßen schleichend ging. Vorbei am Haus, in dem ich wohne, und aus dem Fenster schiel. Ich hatte Angst und mir war bang, drum starrte ich. Es war ein Mann mit ganz roter Nase und mit fettem Haar. Aus seinem Munde, da drang ein Ton, der klang wie ein Katar. Als er mich sah, schrie ich gleich los und auf ihn ein. Nies hier nicht rein, bleib fern von meiner Erde, lass mich allein. Und wenn angesteckt ich werde, liegt es an dir, weil du hier verbreitest deinen Keim mit deinem Schleim. Nies hier nicht rein und lass dich ja nicht nieder. Hau ab, du Schwein, und seh ich dich jemals wieder in dieser Stadt, wird's das letzte Mal schon für dich sein, für dich sein. Er geht nicht, im Gegenteil, er kommt jetzt näher her. Ich ruf die Polizei sofort und auch das Bundesheer. Denn hier so spricht Claudia Danner. Dieses Virus wird mich schon noch kennenlernen. Schon läutet er am Garteltürl, ich bin total schockiert. Seh erst jetzt genauer hin, dann hab ich's registriert. Er hat ein Packerl in der Hand von DHL. Bring's doch herein, das Packerl, das Bestellte, komm, trag's mir rein. Denn da ist alles drinnen, was ich jetzt brauch. Die Supermaske gegen den Keim, die ist jetzt mein. Bring's doch herein, das Packerl, das Bestellte, komm, trag's mir ein. Denn da ist alles drinnen, was ich jetzt brauch. Diese Supermaske gegen den Keim, die ist jetzt mein. Du Baby, die hilft jetzt auch gegen Schweinegrippe, Vogelgrippe, Igelgrippe, Hamsterhusten, vielleicht auch gegen Panikepidemien, wenn irgendwann halt. Ui, hoppala, ich glaube, die Masken waren nicht gut desinfiziert. Peppi, wie war noch einmal die Nummer von der Hotline?